stell dir vor, es hätte noch einen weiteren DLC für Zelda Breath of the Wild gegeben mit komplett neuen Schreinen, Strukturen, Tieren, Bossen und unglaublich viel mehr. Heute werde ich 100 Tage in dieser neuen und auch nicht gerade gefährlichen Welt versuchen zu überleben. Dafür muss ich mich direkt auf die Suche nach neuen Waffen und Ausrüstung machen. Es ist halt schon auf dem Plateau richtig viel neu. Das wird einfach geil. Vor allem, wenn ich dann ankomme an meinem ersten Ziel, ein komplett neues Dorf. Auf dem Weg dorthin musste ich aber natürlich noch das Plateau mit all seinen neuen Challenges abschließen. Juwa! Ich bin gerade auf dem ersten Turm drauf und ich sehe einfach jetzt schon, was ist das denn? Eine Festung? Da ist normalerweise gar nichts da hinten. Alter, ist das crazy. Das ist, glaube ich, noch viel mehr Neues, als ich erwartet habe. Aber hättest du auch das erwartet? Der ganze Schrein ist auch neu. Wow! Okay, hauptsächlich sind hier einfach neue Bäume überall, wie auch immer die hier wachsen konnten. Es sieht einfach verdammt schön aus. Kann man nicht anders sagen. Erstes Zeichen der Bewährung. Aber nicht nur die Schreine bieteten neuen Content, auch draußen fand ich... Sind das Ratten? Ah! Und auch nach dem nächsten, komplett überarbeiteten Schrein kam ich nicht aus dem Staunen heraus. Nein, ist das ein Amboss? Man kann Sachen craften? Was? Mit Federn? Wo bekomme ich denn jetzt Federn her? Gib mir deine Federn! Ah, danke, sehr nett. Nach 3 weiteren Tagen neue Schreine erkunden, Bockblinzen in die Luft jagen und Pokémon sammeln, was hat der gesagt? Wurde es endlich Zeit für das Parasegel und die ersten Schritte in Hyrule. Ah, frische Luft. So friedlich. Ah, was machst du dir denn von mir? Wer will denn noch alles kommen? Okay, wie in jedem guten Playthrough von Breath of the Wild darf natürlich eins nicht fehlen. Eine Lasagne. Pferd natürlich. Mit seinem neuen Namen Galoppa. Damit geht der Weg zum neuen Zieldorf Ordon erheblich schneller. Trotzdem durfte natürlich nicht noch ein Abstecher zum nächsten Schrein ausgelassen werden, in dem ein neuer Gegner auf mich wartete. Wer bist du denn? Ein neuer Wächter? Kann der überhaupt schießen? Nee, aber der kann springen. Oh, okay, ja, der könnte noch nervig werden. Ganz wichtig für die Reise war ein Besuch beim Satori-Berg, an dem ich mich komplett mit Maxi-Durianen eingedeckt habe. Die overpoweredste Frucht schlechthin im Game. Aber was an Tag 8 geschah, konnte niemand vorhersehen. Es ist echt nicht mehr weit bis Ordon. Wir sind bald da. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Es war eine schöne Zeit. Wohl oder übel musste ich den Rest des Weges zu Fuß bestreiten. Und gerade als ich den Turm der Hügel aktivieren wollte, fiel mir etwas in der Ferne auf. Yo, was zur Hölle macht dieser riesige Turm da? Ganz oben auf der Hebraspitze ragte plötzlich dieses Monstrum hervor. Bis ich herausfinde, was sich darin verbirgt, musste ich aber noch sehr, sehr viel stärker werden. Und der beste Ort, um damit anzufangen, war natürlich Ordon. Ich komme einfach nicht drauf klar, dass es ein komplett neues Dorf gibt. Das ist so crazy. Über einen ganzen Tag lang habe ich mich mit den Bewohnern des Dorfs angefreundet. Oh, ein Hundi! Alle Sehenswürdigkeiten besucht und Dinge auf dem Friedhof gesehen, die wir besser alle ganz schnell vergessen. Aber ein Bewohner war besonders auffällig. Richard, der echte Richard. Der eigentliche Grund, warum ich überhaupt hierher gekommen bin, war er. Anführer einer Gruppe von den besten Rittern des Landes. Bekannt unter dem Namen die Kolossale Kämpfercrew. Ja, keine Ahnung, wer auf den Namen gekommen ist. Aber ich will da rein. Und? Lasst ihr mich mitmachen? Dich Lappen nehmen wir nur auf, wenn du das hier schaffst. Nein, das ist unmöglich. Ich konnte nicht glauben, was Richard von mir verlangte. Aber mir blieb keine Wahl. Dann hole ich mir jetzt die stärkste Rüstung im Spiel, I guess. Denn die würde ich brauchen. Meine Aufgabe führt mich für die größten Challenges durchs ganze Land. Die Zerschlagung des Schattensyndikats. 6 enorm starke, mutierte Bossgegner, die in Ruinen quer über ganz Hyrule verteilt auf mich warten. Doch eine Sache macht mir besonders Angst. Der Kopf hinter dem Schattensyndikat. Niemand weiß, wer er ist oder hat ihn je gesehen. Wenn ich das Ganze beenden will, dann muss ich auch ihn finden. Einen guten Schritt in die richtige Richtung habe ich aber schon gemacht, denn das ist meine komplett neue Rüstung. Wow, so fresh. Nur wird das leider nicht reichen. Die nächsten Tage nutze ich also, um mich perfekt für die erste Herausforderung auszurüsten. Darunter ein neues Pferd. Nein, ich will nicht darüber reden, was mit dem alten passiert ist. Einige Feen, mehrere Slots von Maronus und natürlich Zeichen über Zeichen der Bewährung. Jetzt gibt es nur ein Problem. Wo zur Hölle finde ich das Syndikat? Zum Glück hat mir Richard den Standpunkt eines geheimen Operationszentrums der kolossalen Kämpfercrew gegeben. Jo, was ist das denn? Ege. Und an jeder Statue steht der Aufenthaltsort von einem Boss des Syndikats? Scheint so. In den Ruinen vom Adeba-See ist wohl der erste. Also machte ich mich perfekt ausgerüstet direkt auf den Weg in den Nordosten der Karte. Nur um dann herauszufinden, nein, das ist ja gar nicht der Strock Lake. Ja geil, jetzt kann ich erstmal die ganze Map absuchen. Ganz so schlimm war es dann doch nicht. Nur einen Turm weiter in Tabanta fand ich schon, was ich suchte. Na endlich, Mann, da ist er. Da müssen wir hin. Nicht sieht im Adeba-See noch so aus wie vorher. Wo man auch hinschaut, sind neue Ruinen. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was mich hier erwartet. Was für ein Boss, ob ich den überhaupt schlagen kann mit meiner Ausrüstung. Oh Gott. Ein riesiger Octorok mit ultra präzisem Schuss. Und das Beste, Pfeil und Bogen schienen absolut keine Wirkung auf den Boss zu haben. Wie? Wie soll ich den denn treffen?
Ach, das funktioniert jetzt. Das Schild war ironischerweise die einzig wirkungsvolle Waffe gegen den Octorok, der schon nach wenigen Minuten für immer aus diesen Ruinen gescheucht war. Aber hat er gar nichts gedroppt? Wirklich nicht. Naja, immerhin, einer von den 6 ist geschafft. Ganz ohne Belohnung blieb ich dann aber doch nicht. Denn in der Geheimbasis konnte ich mir noch einen Diamanten abholen. Und natürlich den nächsten mutierten Boss lokalisieren. Auf einem Plateau, das das Donnerplateau überblickt. Das kann ja nur da sein eigentlich. Ohne lange zu warten, machte ich mich direkt auf nach Tabanta. Das Böse besiegt sich schließlich nicht von selbst. Einen sehr dunklen Schrein später war ich auch schon da. So, laut meinen Berechnungen sollte da oben irgendwo, sollte der sein. Zu meinem Pech hatte ich mir direkt einen der schwersten Bosse ausgesucht. Der Ivarok Lord. Eine riesige Mutation aus Magmarok und Glassirok. Und unglaublicher Power. Was? Aber durch meine überragenden, sagenhaften Kampfkünste konnte ich ihn... Ich habe mich hinter einem Felsen versteckt und gewartet, bis er hinfällt. Hey, es hat funktioniert. Du wärst in 2 Sekunden gestorben, jetzt tu mal nicht so. Richtig und richtig. Der Sieg über den zweiten Boss sieht zwar aus wie ein Erfolg, aber in Wirklichkeit wurde ich hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich war viel zu schwach für diesen Gegner, musste mehrere Male den Tod ins Auge sehen. Und es lagen noch 4 Bosse vor mir. Und auch die Identität des Kopfs des Syndikats bleibt verborgen. So konnte es nicht weitergehen. Daher, Sidequest-Zeit! Gerudo-Turm aktivieren, geheime Höhle looten, 9 Schrein absolvieren. Bro, der hat einfach Wasserfälle. Was? Noch einen Schrein absolvieren. Noch ein Schrein absolvieren. Noch ein Schrein absolvieren. Noch ein Schrein absolvieren. Noch. Jo, ich bin jetzt ausgerüstet. Das dachte ich zumindest. Am Ende der Tageswanderung auf den Hebra-Gipfel wartete nämlich der mysteriöse Turm, der mir schon zuvor aufgefallen ist. Ah, Alter, der ist so riesig. Von unten sieht er, ja, nicht klein aus. Auch von unten ist er richtig groß, aber so groß. Holy. Der Turm zieht sich über 7 Stöcke. Jeder mit seiner eigenen Challenge und jeder mit einem Notizbuch, die dunkle Geschichte hinter dem Gebäude dokumentieren. Vor vielen Jahren hat das Königshaus einen Mann hierher geschickt, der den Turm und Hebra überwachen sollte. Der hat dann eine Hexe hier getroffen und dann ist er irgendwie mutiert und die Hexe ist gegangen, weil sie war an allem schuld, aber irgendwie doch nicht. Ja, keine Ahnung. Ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall ist er jetzt der nächste Boss des Syndikats, den ich bezwingen muss. Komm mal runter hier, Ampelmann. Ey, was ist das denn jetzt für eine Attacke? Es regnet einfach Feuer, Eis und Elektro. Dinger. Hört es auch mal auf. Wie overpowered ist der bitte? Es fliegen einfach so Bücher rum, hä? Es war ein harter Kampf. Ich wurde ununterbrochen von fliegenden Büchern überfallen, aber nicht einmal die konnten mich jetzt noch stoppen. Endlich, Junge. Der war so nervig. Boss Nummer 3 war abgehakt und der Blick vom allerhöchsten Punkt in Hyrule einfach atemberaubend. Wow, das ist einfach der höchste Ort des Spiels. Höher geht's nicht. Man sieht alles. Schloss, Todesberg. Was war das? Was war... Wenn du weiter nach mir suchst, wird es dir noch leid tun. Was wird mir leid tun? Ich nehme dir alle deine weg. Nein, nicht meine. Ich konnte doch nicht meine... verlieren. Aber die Mission, die Rettung Hyrules ist wichtiger. Das war eindeutig der Anführer des Schattensyndikats. Ich musste ihn finden, bevor ich mir meine wegnehmen kann. Aber wie? Ich glaube, mir kann da nur eine einzige Person helfen. Meadow! Lange nicht gesehen, mein Freund. Das letzte Mal haben wir das Masterschwertgift. Warte, du hast Kinder? Ja, die habe ich ihr Kindbo gefunden. Ah, ja klar. Pass auf, kannst du mir helfen? Ja, ich habe einen guten Freund in Koronia. Er ist ein Vulkan und kann dir helfen zu finden deinen Freund. Na, nicht mein Freund, er ist der... Ach, egal. Danke dir, Bruder. Tschüss. Okay, wir haben eine Destination. Wir müssen auf den Todesberg. Das ist ein ziemlich weiter Weg. Zufällig liegt aber auch der nächste Boss auf der Strecke. Kommt also gelegen. Ein Schrein später war auch schon die Landzunge zu sehen. Also bis jetzt sieht alles ziemlich gleich aus wie immer. Da ist der Leune. Aber der kann, das kann ja nicht der Boss sein. Hier muss noch irgendwo wer versteckt sein. Na komm, Jäger, du bist ja... Nee, warte. Das ist kein normaler Jäger, oder? Okay, die Attacke ist viel stärker als von normal. Das hier muss der Boss sein. Mit Sicherheit kann man diesen Jäger als stärksten Hyrules betiteln. Koga sieht alt aus gegen ihn. Das Schlimmste, er braucht mich nur ein einziges Mal mit seinem Schwert treffen und es ist Game Over. Nein. Oh mein Gott, war das knapp. Ah, ja, komm, bitte. Ich hab ihn fast. Bam. Boah, das war echt hart. Und damit haben wir den 4. Boss. Das Syndikat zerbricht langsam. Aber der Anführer macht mir immer noch ziemlich Sorgen. Ich weiß auch immer noch nicht, wer das ist. Aber genau dafür bin ich ja jetzt auf dem Weg nach Norden. Gerade als ich den Sora-Turm aktivieren wollte, fiel mir aber noch etwas in den Sümpfen auf. War das Haus da schon immer? Nee. Das ist komplett neu, oder? Das ist einfach ein ganzer Bauernhof oder so hier. Hier im Sumpf einfach. Ah, hier wohnt sogar jemand. Jo, er verkauft Schwerter. Das ist ja geil. Dann nehme ich mir doch gleich eins mit. Danke dir. Und auf der langen Reise
Scheiße, hätte ich doch glatt noch was vergessen. Ich kann mir doch noch die Bossbelohnungen für die Hexe und den Jäger abholen. Die Hexe überlässt einem nicht nur ihre Maske, sondern auch ihren Zauberstab, der sowohl Feuer als auch Elektro und Eis schießen kann. Richtig heftiges Teil. Und der Jäger? Alter, das ist richtig stark. 52er Schaden. Sheesh. Das ist genau das, was wir brauchen. Auf dem Rest meines Weges war nicht mehr allzu viel Neues zu sehen. Die Schreine waren wie gewohnt komplett überholt und mit eigenen neuen Challenges. Abgesehen davon habe ich aber nichts Spektakuläres vor Goronia gefunden. Goronia. Gut, dann kaufe ich mir schnell die Rüstung im Shop und dann muss hier irgendwo dieser Volkon oder wie er hieß sein, den ich finden soll. Perfekt, die Rüstung sollte ausreichen. Hey Goni, bist du das? Ich? Nein, nein. Goni, mein Enkel, endlich besuchst du den aber Volkon. Oh mein Gott, na das ist Volkon. Das macht keinen Sinn. Das wird nix. Wie soll ich denn jemals den Anführer des Schattensyndikats finden, so? Des Schattensyndikats, sagst du? Ja. Geh zur heiligen Quelle, dort findest du entworten. Die heilige... Okay, okay, danke, danke. Der seltsame alte Volkon war also doch zu etwas gut. Wie kam ich also jetzt schnellstmöglich zu der heiligen Quelle? Genau, ich schnappe mir den nächsten Dodongo und reite hin. Ruhig, ruhig. Dodongos sind alte Gegner aus dem Zelda-Universum. Jetzt sind sie zurückgekehrt und man kann die Viecher tatsächlich reiten. Damit war der Weg in den Süden nur ein Katzensprung. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich jemals einen Dodongo reite. Da waren sie auch schon. Ich wartete ins Wasser und das muss jetzt funktionieren. Das ist meine letzte Chance. Zeig ihn mir. Es war ganz eindeutig. Die Quelle zeigte mir seinen Aufenthaltsort. Wo könnte es auch anders sein? Mitten im Dschungel. Und bei seiner Identität? Ja, ich habe da so eine ganz starke Vermutung. Aber nicht zu früh gefreut. Erst muss ich noch die zwei Bosse niederstrecken und der sechste ist der wahrscheinlich stärkste von allen. Nummer 5 wurde nicht weit vom Turm der Ebene lokalisiert. In diesem unscheinbaren Hügel verbirgt sich nämlich eine komplett neue Höhle mit einer traurigen Geschichte. Dieser kleine Gerone hat sein Kuscheltier verloren. Der Arme. Keine Sorge, ich werde es dir zurückholen. Scheinbar suchen die Geronen hier in dieser Höhle nach wertvollen Erzen. Es gibt nur ein Problem. Schaut hier auf die Karte. Es gibt einen blauen, gelben, grünen und roten Weg. Im roten ist wahrscheinlich das Kuscheltier gefangen, nur leider ist er von einem eingestürzten Felsen verschlossen. Die einzige Möglichkeit, ihn freizulegen, ist, dieses Bombenfass ganz tief im gelben Gang bis zum roten Eingang zu tragen. Junge, ist das weit. Gelohnt hat es sich aber auf jeden Fall. Überall in den Wänden waren Schätze, Saphire, Topas und Smaragde. Ein komplett neues, extrem wertvolles Erz. Okay, ich habe das Bombenfass bis hierher geschleppt, wenn da jetzt nichts Wichtiges hinter ist. Oh, okay, ja, das sieht wichtig aus. Ich konnte das Kuscheltier finden. Von einem ganz normalen Ivarok bewacht. Ich dachte, das wäre ein mutierter Boss. Tja, es stellt sich heraus, der eigentliche Boss war gar nicht in der Höhle, sondern auf dem Hügel drauf und hat gar nichts mit der Höhle zu tun. Hier ist der. Das änderte aber nichts daran, dass der Mutterschleim gar keine Chance gegen mich hatte. Nein, im Ernst, ich habe vielleicht eine Minute für den Kerl gebraucht. Weak. Ich fühlte mich unbesiegbar. Nichts machte mir jetzt noch Angst. Jedoch, ich wusste noch nicht, was mich beim letzten Schergen des Syndikats wirklich erwarten würde. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Syndikat bald zerstört haben sollten. Es fehlt nur noch dieser eine Boss. Trotzdem werde ich mich jetzt nochmal schnell nach Firone begeben. Ja, hier sind noch 15 Maxidurian oder so. Besser geht's einfach nicht. Und auch in Akala habe ich nochmal nachgeschaut, ob es im Labor spezielle neue Waffen zu kaufen gibt. Es gab keine. Der letzte mutierte Boss. Er ist nur noch ein paar Schritte entfernt. Irgendwo hier am Eingang von dieser Schlucht muss er sein. Oh mein Gott, ist er das? Das muss er sein. Der Luna-Leune. Nirgendwo im Spiel sieht man nochmal so ein starkes Biest. Mehr Leben als jede andere Leune, besitzt eine gefährliche Windklinge und kann einfach so Blitze erzeugen. Das Beste, 2 Hits und ich bin K.O. Okay, okay, aber ich lerne langsam seinen Attack-Pattern. Der greift echt ganz anders an als alle anderen Leunen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Oh, war das knapp. Holy, die machen die jetzt. Also, der hängt ja so viel. Oh mein Gott. Komm schon, noch ein Viertel. Das ist so intens. Komm, komm. Yes, geschafft. Alle 6 Bosse des Schattensyndikats sind gefallen. Nur noch der Kopf der Gruppe verbleibt und wartet im Dschungel auf mich. Werde ich ihn stoppen können? Ich habe ehrlich keine Ahnung, was mich da erwarten wird. Zuallererst konnte ich mir aber noch die Belohnung für den Sieg gegen den Luna-Lionel abholen. Jo, das Lunar Testament. Unglaublich stark. Was? Mit dieser Waffe kann ich doch nur gewinnen, oder? Ich verlor keine Zeit mehr und reiste direkt zum großen Drachenmaul tief in Firone. Gut, er hat ein paar Wachen hier. Ich besiegte also erst alle von ihnen und dann er betrat höchstpersönlich das Schlachtfeld. Majora's Mask, der Strippenzieher hinter dem Schattensyndikat, hat Besitz von einem Bockblind ergriffen. Ich wusste es. Ergib dich, bevor es so spät ist, du Ungeziefer. Ich glaube, daraus wird nichts, denn du bist tot.
Du lebst noch. Glaubst du wirklich, ich werde mich beschlagen, der Anführer des Syndikats? Ja, ein Syndikat, das komplett zerschlagen ist. Nein, du weißt nicht, was du tust. Und du bist der Letzte. Das Schattensyndikat ist Geschichte. Majora's Mask ist besiegt. Das war ja extrem einfach. Aber ja, das Königreich ist gerettet. Du bist der Hedling. Link? Oh nein, 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 nein! Schau dieses Video an, oder ich werde dich verfluchen. Ha 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 ha.